Dankeschön. Also noch dazu, ich wohne hier gleich um die Ecke auf den Steinen, heißt die Straße, Richtung Kreuzung. Das ist dann unser Haus. Und ich möchte euch gerne hier etwas zu diesen Rodungsmaßnahmen erzählen. Und zwar haben die am 14. November letzten Jahres begonnen. Nochmal, das ist richtig. Und wie ihr wisst, ist danach Lützerath vernichtet worden. Und parallel dazu, in diesem Art Paralleluniversum von RWE, findet also die Dorfentwicklung statt. Ja, man muss es wirklich so sagen, die Stadt Erkelenz und RWE entwickelt hier gerade unsere Dörfer. Und zwar mit dem völligen Abriss der Gartenanlagen. Und zwar mit dem, was man hier sieht, Häckselrückbau. Circa 20 bis 30 Zentimeter hoch liegt hier der ehemalige Garten. Und ich kann nur sagen, letztes Jahr im Sommer habe ich hier Myriaden von Schmetterlingen gesehen. Die Sträucher, die hier standen, sind diese Sommerflieder, die dafür bekannt sind, dass sie eben Insekten anziehen, vorwiegend Schmetterlinge. Diese wunderbaren, prächtigen Tagpfauenauge und kleiner Fuchs und ich weiß nicht was. Zusätzlich viele Käfer, Maikäfer, die ich selbst in 50 Jahren noch nie gesehen habe. Tausende von Käfern. Die Sträucher, die man hier sieht, Glanzmispeln, die waren voller Maikäfer. Dann den Rosenkäfer, Scarabeus, Rosenkäfer. Diese grünlich goldschimmernden, prächtigen Käfer, fast 2 Zentimeter hoch. In Hunderten. Zu Hunderten. Alles weg. Man konnte hier eigentlich, wenn man vom Friedhof gekommen ist, niemals die Häuser sehen. Natürlich ist das Privatsphäre. Und ich möchte euch gerne, das ist, ja, sagen wir mal so, also das Endergebnis, vielleicht geht es auch nachher noch weiter, die haben jetzt die Roden in Etappen. Man sieht nicht immer alles gleichzeitig gerodet, sondern die gehen stellenweise 4-mal über dasselbe Haus, bis dann wirklich alles weg ist. Also wenn man sich hier vorstellt, das ist ja noch gar nicht schlimm. Die haben ja noch ein bisschen Hecke übrig gelassen. So kann ich nur sagen, der Oktober kommt. Der Oktober kommt und dann ist hier wirklich wahrscheinlich weder ein Baum noch ein Strauch noch irgendwas mehr übrig. Also das hier ist eine Momentaufnahme, in der wir noch ein bisschen sehen können. In einigen Häusern, gerade an Postweg 2, also das rote Backsteinhaus, diese kleine Bungalow, der dort steht, der hatte viermal Besuch von RWE, bis wirklich nichts mehr übrig war. Außer ein bisschen was im Vorgarten. Und ich habe gerade eine wunderbare Vorlage bekommen von die Dummheit und die Ignoranz und die fehlende Bildung gesprochen hat. Und ich lese hier euch jetzt wirklich einmal etwas vor. Ganz kurz nur von der Frau Schürger. Ja, die ist die Leiterin des Wirtschaftsministeriums hier in Erkelenz. Ministerium, ja. Aber jedenfalls schreibt sie, die Fällung von Bäumen, Sträuchern und anderem Bewuchs, sprich alles, sei aus Sicherheitsgründen entstanden. Ja, man kann also, wer sich hier jetzt noch verstecken möchte, gerne, der kann es einfach nicht mehr. Ja, und zwar auch nicht nur die Demonstranten, sondern auch nicht mal mehr die Einwohner, die das hier noch haben wollen. Niemand kann sich mehr verstecken, weder Tier noch Mensch noch, wie sie hier schreibt, Leute, die hier einbrechen möchten. Also ist doch ganz klar. Ne? Zweitens sind Grünanlagen Angsträume. Sie schreibt hier, um die Vermeidung von Angsträumen muss man hier natürlich fällen. Und das sieht natürlich nicht schön aus, schreibt sie hier. Und dann würde ich ihr wirklich voll zustimmen, weil ich ihr gesagt habe, ich habe mächtig Angst, was geht hier vor? Die Fällen hier, die kommen nicht nur mit dem Bagger, die kommen nachher auch tatsächlich mit der Kettensäge. Und das ist nicht lustig, wenn die Kettensäge von 7:45 bis 16:30 nachmittags hier ständig permanent Lärm macht und die Tiere vertreibt. Aber sie schreibt hier, ja,
nicht, dass ich Angst hätte, sondern dass sie, die Stadt Erkelenz, verhindert, dass hier eben Angsträume entstehen. Zweitens dient das hier dem Schutz der heimischen Arten, weil, jawohl, weil wir hier so viele invasive Bäume haben. Sprich Apfelbäume, Kirschbäume, Pflaumenbäume, Walnussbäume. Und Sie sehen hier keinen von diesen invasiven Arten mehr. Ja, und zum drittens und viertens und abschließend sind die Häckselrückstände 20 bis 30 cm hoch dazu da, um die zerhäckselten Igel zu verschwinden zu lassen. Oh. Jawohl, damit sich, wie sie hier schreibt, die Tierwelt sollte hat ausreichend Ausweichmöglichkeiten, und dazu gehören auch die Häckselrückstände, damit sie sich darunter verkriechen können. So, bekannt ist, wenn man in den Fachzeitschriften für Gartenbau nachschaut, dass bei 20 bis 30 cm hohen Häckseln auf Wiesen gar keine Wiese mehr ist, dass auch bodenbrütende Vögel gar keinen Raum mehr haben, um zu brüten, dass sämtliche Insekten, also Skarabäuskäfer, andere Schmetterlinge und überhaupt alles, was an Larven und sonstigen im Boden ist, verrottet. Und der Boden auch kaputt geht dadurch. Er atmet einfach nicht mehr. So, das nur zu dem, wie die Stadt Erkelenz mit uns Bürgern einfach umgeht. Das ist wirklich menschenverachtend. Pfui. Ich finde, dass Frau Schürger hat übrigens einfach nur meine Beschwerden an RWE weitergeleitet und hat mir die Texte, die RWE ihr gegeben hat, einfach nur übertragen. Das heißt, die Stadt Erkelenz hat mit uns Bürgern gar nichts zu tun. Wir sind direkt mit RWE verbunden, und den ganzen völligen Quatsch und Aberwitz und die Menschenverachtung kriegen wir direkt von RWE nach wie vor. Deswegen, das Baggern geht weiter, die Menschen- und lebensverachtende Methode von RWE geht eigentlich nahtlos weiter, und parallel dazu findet jetzt die Vernichtung unserer Häuser statt. Denn ich möchte wirklich einen von euch wissen, wenn vormals ein Paradiesgarten hier war, wie viele Ambitionen, es sei denn, man sagt, okay, jetzt trotzdem, aber ich mach's nochmal. Aber wer möchte denn, ja, ist das attraktiv? Wer möchte denn dieses Haus jetzt noch haben? Ist das jetzt dafür gemacht, dass dann Leute wieder einziehen, oder eher nicht? Das möchte ich mal hier so hinstellen. Weil die andere Sache ist, wir möchten halt, dass Menschen wieder kommen. Wir möchten einfach, dass wieder besiedelt wird. Genau, und das so schnell wie möglich. Dazu gehören auch die Menschen, die hier wieder herkommen wollen, obwohl sie auch schon umgesiedelt sind, die sich hier dafür interessieren, ihre alten Häuser wieder zu beleben. Und natürlich, es gibt hier wunderbares Wohnen für alternative Wohnformen, für Menschen mit Behinderung, für Jung und Alt, für Familien, für mehr Generationen wollen eben wohnen, eben alles, was man sich vorstellen kann. Ja. Und das wollen wir, und RWE tut alles, damit das verhindert wird. Muckel, danke, spricht einfach davon, ja, in den nächsten Jahrzehnten können diese Häuser natürlich nicht mehr bewohnt werden. Da muss man erstmal die komplette Infrastruktur erneuern, also alle Straßen aufreißen, alles neu machen. Das ist völliger Blödsinn. Ich möchte euch jetzt nicht länger aufhalten, das war das im Groben, was ich euch dazu sagen wollte. Also die Zerstörung der Dörfer geht tatsächlich parallel weiter zur Zerstörung und zum Abtragen der Braunkohle, zur Zerstörung der besten Böden in Deutschland. Und es gibt Hinweise, dass eben dieser Zweckverband Landfolge hier, und da ist Mönchengladbach auch mit involviert, ein sogenanntes Innovation Valley machen wollen. Wir stören hier als Bürger. Und auch die neuen Bürger sollen hier nicht herkommen. Alle stören hier dieses Innovationsprojekt. Und das ist halt eben für uns total schwierig, weil im Grunde genommen steht eigentlich die erneuerbare Energie jetzt davor. Ne? Die läuft parallel zu diesem Braunkohlentagebau. Und RWE brüstet sich eben jetzt damit, alles für die Erneuerbaren zu tun. Aber die Menschen
verschwinden, die Häuser verschwinden, der Lebensraum verschwindet, der nötige Wohnraum für die dringend benötigten, ja, Wohnraum wird vernichtet. Und in Mönchengladbach entsteht interessanterweise jetzt parallel hinterm Bahnhof, es ist auch so ein devastiertes Gebiet, so wie hier, hinterm Bahnhof in Mönchengladbach eine neue Seestadt. Und interessanterweise heißt sie auch Seestadt, obwohl da nie ein See war. Es soll geflutet werden und entstehen ungefähr 2000 oder sollen 2000 Wohneinheiten entstehen. Das entspricht ungefähr dem Rest der Wohneinheiten, die hier in diesen Dörfern sind. Aber die Wohneinheiten sind maximal 98 Quadratmeter groß. Kosten aber, wenn man sie kauft, 500.000 Euro. Ja? Genau. Man hat dort auch Gärten zur Verfügung, die sind 14 Quadratmeter groß. 14 Quadratmeter. Und das auch nicht flächendeckend, sondern das ist wirklich nur im Parterre und die sind direkt an der Straße. Des Weiteren hat man unmittelbar hinterm Haus den Bahnhof. Also lecker wohnen. Aber parallel dazu verschwinden hier die Gärten und die besten Häuser, während Mönchengladbach darauf wartet, dass in ihren schäbigen, völlig überteuerten Wohngebieten die Leute einziehen. Und ich weiß nicht, ein Schelm, der dabei Böses denkt, weil Mönchengladbach, Erkelenz und Düchen sitzen ja in diesem, mit RWE, an diesem Zweckverband Landfolge. Ich würde das gerne jetzt nur mal so als Hinweis auf diese Konkurrenz zwischen Erkelenz und Mönchengladbach in ihrem Bauvorhaben Wohnen am See. Hier wird niemals irgendein Wohnen sein oder sollte eigentlich, glaube ich, niemals ein Wohnen hinkommen. Und die arbeiten jetzt mächtig darauf zu. Vielen Dank.